Ganz egal, was ihr auch tut, ihr zieht uns nicht nach unten. Wir stehen diesen Boxkampf durch, die ganzen 15 Runden. Vielleicht könnt ihr uns bremsen, doch ihr haltet uns nicht auf. Und wenn ihr meint, wir können nicht mehr, legen wir noch einen drauf. Ihr könnt über uns lachen oder könnt uns ignorieren. Verflucht oder verspottet uns und hofft, dass wir verlieren. Ihr könnt auch gerne meckern. Und ihr könnt uns auch beschimpfen und über alles, was wir machen, ruhig die Nase rümpfen. Ihr könnt ja weiter schuften und von Armutsrente leben. Und ihr könnt für unsere Bosse auch das letzte Hemd noch geben. Ihr könnt ja ruhig darauf hoffen, dass die Herren's für euch richten. Und wir sagen euch ganz offen eines, das könnt ihr mitnichten. Ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserer Solidarität, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für unser Recht zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, ihr ändert nicht die Zeiten. Die Amazon Workers International, AWI, Internationale Amazon-Arbeiterinnen und Arbeiter, schrieben in ihrem Nachruf, Zitat, wenn er von Arbeiterinnen hörte, die sich lokal organisierten und Unterstützung brauchten, sprang er einfach ins Auto und tauchte da auf. Ihr könnt auch hinter jedem Stein nach unseren Schwächen suchen und schön brav zufrieden sein mit Krümelchen vom Kuchen. Ihr könnt lieb und stumm zur Arbeit gehen, bis euch die Herren weisen. Und wenn wir wieder draußen stehen, die Mäuler euch zerreißen. Ihr könnt uns Steine in den Weg legen, könnt auf Facebook hetzen, euch applaudierend beim All Hands in die erste Reihe setzen. Ihr könnt auch Überstunden machen, den Safety-Tipp beachten. In Arbeitsgruppen könnt ihr nach der Herren Gnade trachten. Doch ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserer Solidarität, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für unser Recht zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, ihr ändert nicht die Zeiten. Einen wertvollen Schatz hat er uns hinterlassen, seine Gedichte und Lieder. Christian, der Gewerkschaftsaktivist der Klassenkämpfer. Jeder kann sich ausrechnen, dass die Konzernführung der Firma, die ihr Boss unbarmherzig nennen wollte, bevor er sich für den Namen Amazon entschied, dass diese Konzernführung versuchte, gewerkschaftliche Aktivitäten in ihren Lagern zu stoppen oder genauer auszumerzen. Ganz egal, was ihr auch tut, ihr zieht uns nicht nach unten. Wir stehen diesen Boxkampf durch, die ganzen 15 Runden. Vielleicht könnt ihr uns bremsen, doch ihr haltet uns nicht auf. Und wenn ihr meint, wir können nicht mehr, legen wir noch einen drauf. Wir sind noch lange nicht am Ende, haben noch so viele Ideen. Ist unser Weg auch lang und hart, wir werden weitergehen. Und ist die Nacht noch dunkel, irgendwann da kommt der Tag. Und das nächste Ziel auf unserem Weg ist der Tarifvertrag. Am 23. November 2020 enthüllte eine Journalistin auf weiß.com, dass Amazon per Annonce für sein Global Security Center Leute gesucht hatte, die Erfahrung aus dem Geheimdienstwesen des Militärs oder der Strafverfolgung mitbringen, Ende des Zitats, um sogenannte gewerkschaftliche Bedrohungen in ihren Lagern zu bekämpfen. 17 Tage später, an seinem 43. Geburtstag, war der fähigste Organisator der Kämpfe um bessere Arbeitsbedingungen tot. Ohne Übertreibung kann ich sagen, sein Tod ist ein schwerer Schlag für die Arbeiterbewegung, hierzulande und international. Viele andere, wenn nicht alle Lager in Deutschland, schlossen sich Bad Hersfeld und Leipzig an. Eine beispielhafte Vernetzung mit dem Ausland und sogar Übersee wurde seit 5 Jahren etabliert. Damit habt ihr uns ermutigt und unzähligen Menschen hier und in der Welt ein großes Beispiel geliefert und liefert es noch, dass man den Kampf aufnehmen kann und muss, dass es sich lohnt aufzubegehren gegen die Kannibalen und ihr Ausbeuterregime. Ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserer Solidarität, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für unser Recht zu streiten.
Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, ihr ändert nicht. Ihr ändert nicht, ihr ändert nicht die Seite. Viele wunderbare Nachrufe aus dem In- und Ausland haben diese Erfolgsgeschichte beschrieben. Ich glaube, niemand aus den Amazon-Belegschaften wird mir widersprechen, wenn ich unseren immer bescheidenen, humorvollen Freund Christian innerhalb der Amazon-Belegschaften weltweit als den wahrscheinlich fähigsten, weitblickendsten und für den Milliardär und seine Profitgier gefährlichsten Gegenspieler der letzten 8 Jahre bezeichne. Sag, willst du ewig der Schwache sein, über den sich die Herren mokieren? Der Dumme oder das faule Schwein, oder wie sie dich sonst titulieren? Und lautet die Antwort von dir darauf nein, dann musst du was Neues probieren, denn Widerstand ist viel schwerer allein. Da muss man sich organisieren. Die Wirtschaft wächst weiter, es klingelt die Kasse. Es gab dann auch eine Gegenbewegung, also bedingt durch die Kultur. Es gibt ja schon einige Leute, die fahren auf diese Amazonenkultur auch ab, also wo das ohne Frage auch Wirkung zeigt. Ja, alles spitze, man darf den Chef duzen und es gibt Bonbons und Donuts und man Eis und. Ja, und da gibt es schon welche, die drauf abfahren und die sich aber dazu hinreißen haben lassen, auch offen gegen uns vorzugehen. Also das ging hin bis zu Morddrohungen und so und Hetze im Internet und alles mögliche. Also ein Kollege ist auch angefahren worden, also es ist einer mit dem Auto in die Streikposten rein und all das ist passiert. So schreib Freiheitslieder an jede Wand, dass sie sich verbreiten wie Viren und reiche den Ärmsten zum Bunde die Hand. Da muss man sich organisieren. Joe Hill, ein großer Arbeiterführer, Gewerkschaftsaktivist, Dichter und Sänger, wurde nur 36 Jahre alt. Er wurde nach einem konstruierten Prozess unter falscher Anklage vor 105 Jahren ermordet. Seine letzten Worte waren: Don't mourn, organize. Trauert nicht, organisiert euch. Wen wundert's, dass Christian zu dem Thema ein passendes Lied geschrieben hat?